Also wir finden nicht wenige Testamente oder Inventare, aus denen hervorgeht, dass die Herren auch Schulden hatten bei ihrem Dienstpersonal, weil die hatten ja, wenn sie Geld verdient haben, haben sie oft nicht viel gebraucht zum Ausgeben, die konnten das ansparen und manchmal waren auch so adelige Personen mit Bargeld durchaus knapp und haben dann bei ihrem Dienstmädchen mal schnell Geld geliehen. Also auch das relativiert, also es hebt keinesfalls die Hierarchie auf, die bleibt schon, das ist klar, aber auch das konnte eben der Fall sein. ORF 3 präsentiert Österreich, die ganze Geschichte. Der History Podcast mit Mariella Gittler. Schön, dass Sie wieder zuhören bei einer weiteren Folge Österreich, die ganze Geschichte. Wieder an meiner Seite Margret Lanzinger. Frau Lanzinger, wir wollen heute sprechen über das 19. Jahrhundert und da über die Bediensteten in dieser Zeit. Achtung, Klischeefalle. Ich habe gelesen, das 19. Jahrhundert wäre die Blütezeit des Dienstbotenwesens in Europa. Stimmt das so? Ja, ganz so kann man es eigentlich nicht sagen. Wo man tatsächlich sagen kann, dass es ein enormes Anwachsen an Dienstpersonal gegeben hat, das ist eben dieser städtisch-bürgerliche Bereich. Dadurch, dass eben das Bürgertum zu einer sehr wichtigen Klasse, zu einer sehr wichtigen Gruppe geworden ist, zu einem wichtigen Milieu und das zum eigentlich dazugehört hat, dass man in einem bürgerlichen Haushalt, in der ganzen Beamtenschaft, aber auch Akademiker und dass das Wirtschaftsbürgertum ohnehin und es weiterhin ja auch im alten Handwerk immer noch üblich war, dass man zumindest eine Magd hat, hat sich dieser städtische Dienstbotensektor und vor allem der weibliche städtische Dienstbotensektor enorm ausgeweitet. Also der Anteil an Dienstbotinnen in Wien nimmt eben sukzessive zu durch das 19. Jahrhundert hindurch. Wenn wir in den ländlichen Raum schauen, kann man das eigentlich so nicht sagen. Also da ist die Normalität, dass man eben Knechte und Mägde hat, die kennen wir schon seit der frühen Neuzeit. Und da ist eigentlich immer die Frage, wie groß ist ein Hof? Wie viele Dienstboten braucht ein Hof? Also ein großer Bauernhof hat auch schon 6, 8 Dienstboten, die dann sehr ausdifferenziert sind, vom Ziegenhirten bis zum Rossknecht und die Küchenmagd und Mägde, die dann eben mehr in der Landwirtschaft machen, also ganz verschiedene Funktionen. Und da hängt es eigentlich vor allem mehr davon ab, wie viele Kinder es gibt, wie alt sie sind. Also das sehen wir oft in diesen Haushaltslisten, wenn wir sie über mehrere Jahre für dieselben Haushalte zur Verfügung haben, sehen wir, dass eben je älter die Kinder werden, umso weniger sind dann oft die Dienstboten, weil die Kinder eben die Arbeit von Mägden und Knechten übernehmen müssen. Das ist dann eher eine Frage von Hofgröße, von Familienzyklus, nannte man das in der historischen Familienforschung. Und da ist nicht so viel Ausdehnung möglich. Also die Höfe wachsen jetzt nicht exponentiell an im 19. Jahrhundert und eben große Betriebe, die große Getreide ernten oder Wein, also da arbeitet man mit Tagelöhnern, da werden die Dienstboten nicht automatisch mehr. Also das heißt, es ist vor allem ein städtisches Phänomen und betrifft vor allem die sogenannten Dienstmädchen, die sehr viel mehr werden. Warum werden die denn jetzt so viel mehr? Hat das damit zu tun, dass sozusagen die Männer gehen jetzt arbeiten und die Familien, die Frau bleibt daheim und muss den Haushalt schupfen und schafft es nicht allein? Oder warum, woher kommt diese Zunahme? Ja, ich würde schon, also wie vorhin schon angedeutet, also ich würde es mit der Verbürgerlichung der städtischen Gesellschaft in einen Zusammenhang bringen, dass da eben ein viel breiteres Spektrum an bürgerlichen Haushalten entsteht, die vom Einkommen her und von den Repräsentationsaufgaben und von den alltäglichen Aufgaben her eben Dienstmädchen sehr gut brauchen können. Oder es gehört dann einfach dazu, zu so einem Haushalt, dass man zumindest ein Dienstmädchen hat. Genau, das hat auch etwas mit sozialem Status zu tun. Und die Löhne waren ja so, dass man sich das auch leisten konnte.
Und die Unterbringung, also die Ansprüche waren, durften ja relativ gering sein von Dienstmädchen, in so einen Haushalt einzutreten. Also es ist beides. Also es gab die Nachfrage, das war eine Arbeitsmöglichkeit für Frauen. Und zwar in einem Bereich, den kann man nicht sagen, dass da Männer vorher, dass sie Männer verdrängt hätten sozusagen. Das ist ein also überall dort, wo wir in Haushalten wenig Dienstboten haben, sind es eigentlich immer Frauen gewesen. Also im Handwerk Haushalt auch des 18. Jahrhunderts, wenn es einen Dienstboten gibt, war das eigentlich immer die Magd. Männer als Dienstboten kommen eigentlich überall dort erst herein, wo eben mehr Dienstboten sind, wo es eben in der Landwirtschaft, je größer der Hof, umso mehr Knechte. Also in einem kleinen Hof, wenn man einen Dienstboten sich leistet, dann ist das die Magd. Und Mägde haben klar auch geringere Löhne, Entlohnungen erhalten als Knechte. Also ich würde nicht sagen, dass das ein Verdrängungsprozess ist, sondern da kommt einfach sehr viel mehr neue Arbeitsmöglichkeit, die eben gezielt Frauen anwirbt oder sucht. Und Frauen, also man muss auch sagen, es war dann für viele Frauen ja auch eine Möglichkeit, wegzukommen von zu Hause und eben sich etwas an Geld anzusparen, etwas anderes kennenzulernen. Das bringt uns eigentlich gleich zur nächsten Kategorie. Traumberufe. Traumberufe, ich nenne es jetzt mal unter Anführungsstrichen. Sie haben gerade gesagt, für viele Frauen war das sozusagen auch ein Weg in eine Art selbstständiges Leben. War das sozusagen etwas Erstrebenswertes für Frauen? Ja, selbstständig muss man sich unter ganz dicke Anführungszeichen setzen. Also man kam sozusagen von zu Hause weg, man kam von der väterlichen Obhut, aus der väterlich-familialen Obhut weg, vielleicht auch aus irgendeinem kleinen Dorf. Irgendwo kam man in die Stadt und trat aber in einen neuen Haushalt ein und unterlag damit sozusagen einer neuen Abhängigkeit eben in des Dienstgebers, der Dienstgeber. Also man war ja da dann praktisch, man hatte keine geregelten Arbeitszeiten, also es war ja lange auch noch überhaupt kein Thema. Man musste eigentlich immer da sein und man war für sehr vieles zuständig, also selbstständig. Man hat sich praktisch diesem Haushalt angeschlossen. Das hat bedeutet, dass man, solange man im Dienst sein wollte, auch nicht heiraten konnte. Das war eigentlich nur für dann im 19. Jahrhundert eher für jetzt wieder für sehr reiche Haushalte, wo es einen Kutscher gab oder einen Gärtner. Also das waren dann vielleicht eben auch Dienstboten in einer gewissen Weise, aber die hatten sehr oft einen eigenen Haushalt und haben eben nicht im Haus des Dienstgebers gewohnt oder hatten vielleicht eine Dienstwohnung. Das ist aber für Dienstmädchen eigentlich undenkbar gewesen. Also das hat auch deutliche Abstriche bedeutet. Und die Frage, der springende Punkt oder die entscheidende Frage war, wo man da gelandet ist. Also es gab sicher auch gute Haushalte mit eben freundlichen Dienstgebern, mit rücksichtsvollen Dienstgebern. Und wir sehen ja auch an einigen wenigen Autobiografien, die wir haben, dass es mitunter auch ein Dienstmädchen gab, die dann eben 30 Jahre im selben Haushalt geblieben ist. Also wenn das ein schlechter Haushalt gewesen wäre, wäre sie gegangen, weil Dienstboten wurden ja gebraucht, gerade im 19. Jahrhundert. Also da ist ja eigentlich immer wieder die Klage über den Mangel an guten Dienstboten, Dienstbotinnen. Das ist ja dann auf Gegenseitigkeit. Also wer Kompetenzen mitgebracht hat, wer was gekonnt hat, wer geschickt war, wer fleißig war, so all diese Eigenschaften, hat es tendenziell halt gut in einem Haushalt. Aber es kommt auch darauf an, wie die Dienstgeber so waren. Bringt uns auch zur nächsten Kategorie. Do's and Don'ts. Was durfte man denn als Dienstmädchen tun? Welche Rechte hatte man? Eben, Sie haben gerade schon gesagt, man durfte auch gehen, Genau. Wenn es einem nicht gepasst hat. Also das wirkungsvollste Recht war sicher das Recht zu kündigen, also dass man eben gehen konnte, wenn es nicht gepasst hat. Da muss man auch wieder zwischen Stadt und Land unterscheiden. Also im ländlichen Raum ist eigentlich der übliche Modus gewesen und ist auch im 19. Jahrhundert so, gerade in der Landwirtschaft, dass man von vornherein eigentlich nur mal für ein Jahr im Dienst war. Also da wechseln die Dienstboten eigentlich regelmäßig. Also manchmal bleibt wer 2 Jahre oder kehrt nach ein paar Jahren wieder zurück. Und wenn jemand länger bleibt, dann kann man weiter recherchieren und stellt eigentlich meistens fest, dass da irgendein Verwandtschaftsverhältnis vorgelegen hat. Also der übliche Rhythmus im landwirtschaftlichen Dienstbotenwesen ist eigentlich der Wechsel gewesen. Also das
Dienstboten gibt es ja zum Vereinzelte bis ins 20. Jahrhundert. Das wird dann dort auch eher, dass man so einen Knecht dann viele Jahre hat. Aber in der Stadt war eigentlich schon die Erwartung, wenn man jemand findet, die gut ist im Haushalt, dass man länger bleibt. Und kündigen war dann klar eine Möglichkeit, sich aus einer schwierigen Situation zu befreien und was anderes zu machen. Ja, ansonsten muss man sagen, es gibt dann zwar schon so Dienstbotenordnungen, auch schon Ende des 18. Jahrhunderts, aber eine wirkliche rechtliche Basis, das dauert sehr, sehr lange. Das kommt dann eigentlich erst an der Wende zum 20., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das wirklich ein verrechtlichter Raum wird, und das bleibt aber schwierig, weil einfach diese Situation, dass man im Haus des Arbeitgebers wohnt und dass es doch auch oft so eine Art Familienanschluss gibt, auch wenn Räume oder wo wer ist, also gegessen wird in der Regel schon getrennt, also es gibt getrennte Bereiche. Manchmal in größeren Haushalten gibt es auch einen eigenen Dienstbotenaufgang, also wo diese Kernfamilie sich schon abschließt. Aber wir wissen auch, dass gerade da, wo Frauen sehr viele Repräsentationsaufgaben haben und nicht viel zu Hause sind, ein Dienstmädchen auch ein vielleicht engeres Verhältnis zu den Kindern hatte als die Mutter der Kinder, und wo dann auch so Konkurrenzen oder Eifersüchte oder für die Kinder ganz dramatisch, wenn dieses Dienstmädchen dann nicht mehr da ist. Und das macht es sehr schwierig, diese Rechte, die man eigentlich hat, dass man nicht ganz der Autorität unterworfen ist oder dass man doch irgendwann auch eine Freizeit, ein paar Stunden Freizeit hat oder ab einer gewissen Abendzeit nicht mehr gerufen werden kann, also das durchzusetzen. Was geht mich das an? Das Dienstbotenwesen, was geht mich das heute an? Also kann man von damals sozusagen irgendwelche Parallelen finden, die für uns heute noch relevant sind? Also es gibt gerade eine soziologische Studie in Frankreich über die Dienstboten der Superreichen mit Interviews, und da sieht man wirklich die gleichen Ambivalenzen, die wir da im 19. Jahrhundert haben. Das sind da Multimillionäre, und das ist alles sehr schick, und für die Frauen, auch hauptsächlich Frauen, die da arbeiten, ist das schon auch ein Raum, wo sie arbeiten wollen, und niemand ist irgendwie gewerkschaftlich organisiert, und das kommt überhaupt nicht in Frage, weil man dieses Verhältnis nicht gefährden will, weil man den Job nicht gefährden will, dass man da auf seine Arbeitsrechte pocht. Und das hat sich wirklich nicht geändert. Also es gibt so ein Buch, das einer, Christoph Bartmann, der hat ein Germanist, der da in New York war, Die Rückkehr der Diener, mit dem Untertitel Das neue Bürgertum und sein Personal. Und das sieht das halt ein wenig breiter, also er nimmt da mit rein die Leute, die das Essen liefern, die Putzfrauen, aber auch die ganze Care-Arbeit. Also das ist etwas anders geframed als das klassische Dienstbotenwesen im 19. Jahrhundert. Aber gerade all die Frauen, die aus fernen Ländern hierher kommen, nach Europa, und zu Hause dann ihre Kinder und ihre alten Eltern zurücklassen, die eigentlich auch betreut, versorgt werden müssen, diese Care-Chain-Migration, also das sind schon, und die 24-Stunden-Pflege, also wie das alles bezahlt ist, wie das alles organisiert wird, in welche Fallen da die Frauen noch oft laufen mit den Agenturen, die da ein Geld machen mit der Vermittlung, und aber eben auch wie Staaten damit umgehen, dass eben diese ganze Arbeit, die Organisation dessen und Finanzierung dessen bei den Haushalten und bei den Familien liegt. Also es ist, denke ich, ein sehr brennendes Thema auch heute. Wie war denn, wenn man jetzt auf das Leben dieser Bediensteten von damals schaut, wie war denn deren Leben? Also war das ein gutes Leben oder war das sehr unterwürfig, sage ich mal? Oder war man eh in der Familie integriert? Ja, die entscheidende Frage ist immer, wo konkret, bei welcher Art von Familie sie und wie viel sie im Dienst waren und wie viele andere es noch gegeben hat in diesem Dienstpersonal-Ensemble. Also wenn man sich
vorstellt, es gibt eine Köchin, dann war vielleicht das Dienstmädchen die zwischen den verschiedenen Räumen tätig war, die für Ordnung gesorgt hat, die vielleicht das Essen aufgetragen hat, die mit der Wäsche zu tun hatte, was ja sehr viel Zeit erfordert hat, und auch das Haus in Ordnung, den Haushalt, das Haus, die Wohnung in Ordnung zu halten. Wir wissen auch, dass Dienstmädchen auch viel für Botengänge, fürs Einkaufen bis zu einem gewissen Punkt, also wo man nicht die Hausfrau braucht, die Hausherrin für kompliziertere Dinge, haben auch die Dienstmädchen Einkäufe erledigt und viele Botengänge auch gemacht. Sie waren von in der Früh bis am Abend auf den Beinen, also haben das Frühstück fürs Frühstück gesorgt, sie wahrscheinlich das Feuer gemacht. Gab es nicht so viele Feuerstellen, Quellen, keine Zentralheizung klarerweise. Also man musste erstmal für Wärme sorgen, für Feuer, dass man was kochen, was ein Frühstück machen konnte, und sie waren halt am Abend die Letzten, die dann das Abendessen aufgetragen haben, das Geschirr verräumt, vielleicht auch die Betten aufgeschüttelt, die Vorhänge zugezogen, also alles, was so einen Haushalt eben behaglich gemacht hat, also und die Grundversorgung. Und wenn's, genau, und wenn es Gäste gegeben hat, waren sie dann eben auch zuständig für die Bewirtung, für das Herrichten. Und kommt darauf an, wie viel sie dann auch noch in sowas wie Näharbeiten, Ausbesserungsarbeiten, also eben das Ganze in die Haushaltsökonomie in diesem Sinn integriert waren, in das Haltbarmachen von Dingen, also über das tägliche Essen hinaus, also eben was man da noch zu bestimmten Erntezeiten alles gemacht hat. Und ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Stars der Zeit. Stars der Zeit. Wenn man jetzt Dienstmädchen oder Knecht, Dienstbote hört, dann assoziiert man damit ja sofort, das ist irgendwie ein niederer Beruf, den man irgendwie nicht erstrebt. Aber zum Beispiel auch in adeligen Bereichen, da war man ja schon wer, wenn man jetzt das Dienstmädchen von XY war. Genau, also unter den Dienstboten oder Bediensteten gab es eine sehr, sehr lange Rangliste, also eben vom Hühnerbub oder Ziegenhirten bis hinauf zu höfischen Kammerdienern, die dann eben als einzige wirklich in die Nähe auch des Kaisers oder hoher Adeliger gehen konnten, oder die Kammerzofe, die Hofdame, das waren die Hofmeisterin, also das waren sehr hohe, das waren Ämter, die sehr klar definiert waren, was man da tun darf und tun muss. Und da ist sicher auch ganz wichtig mitzudenken, dass das dann ja oft auch Vertrauenspersonen gewesen sind. Und wir sehen diesen unterschiedlichen Rang auch sehr gut in den Testamenten zum Beispiel. Also es sind dann auch die Personen, denen noch ein oder zwei Jahreslöhne vermacht werden über den eigenen Tod hinaus, weil das war ja dann immer ein kritischer Punkt, weil so ein Diener, der war dann wirklich ein persönlicher Diener. Und wenn der Herr oder die Herrin stirbt, das war oft dann ein ungewisses Schicksal, was mit ihnen passiert. Da war nicht sicher, dass der Nachfolger, die Nachfolgerin die Person wieder übernimmt. Also es war auch trotzdem ein höchstrangig Diener war, hatte man da ein gewisses Risiko. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel dann Kammerzofen, die haben dann auch abgetragen und da Anführungszeichen ein paar Mal angehabt, die Kleider der adeligen Dame vererbt bekommen. Und was mir für mich auch immer sehr eindrücklich ist, um nochmal zu zeigen, dass es nicht alles nur so eindeutig hierarchisch ist. Also wir finden nicht wenige Testamente oder Inventare, aus denen hervorgeht, dass die Herren auch Schulden hatten bei ihrem Dienstpersonal, weil die hatten ja, wenn sie Geld verdient haben, haben sie oft nicht viel gebraucht zum Ausgeben. Die konnten das ansparen, und manchmal waren auch so adelige Personen mit Geld durchaus knapp und haben dann bei ihrem Dienstmädchen mal schnell Geld geliehen. Also auch das relativiert, also es hebt keinesfalls die Hierarchie auf, die bleibt schon, das ist klar, aber auch das konnte eben der Fall sein, dass da umgekehrte Schuldverhältnisse eben gegeben hat. Und klar, die waren zum Teil auch Modetrendsetterinnen, weil Dienstmädchen, gerade so städtische, ist auch sehr interessant, dass die eben manchmal übriges Geld hatten und modische, diese neuen Baumwolldrucke aus Indien, diese bunten, nimmt man eigentlich eher an, dass die ersten Konsumentinnen dieser neuen Stoffe waren eher die Dienstmädchen als andere. Und wenn sich das
jetzt noch mit deiner Zeit überschnitten hat, in der Kleiderordnungen das gar nicht vorgesehen haben, dass Dienstmädchen so bunte Stoffe tragen, konnte das auch schon mal zu Konflikten führen. Mhm. Genau, und dann landwirtschaftlich haben wir eben auch, also der Rossknecht war meistens der Höchste in der Hierarchie, also Pferde sind ja sehr teure Tiere, sehr wertvolle Tiere, und der war dann eben für alles, was mit diesen Tieren zu tun hat, zuständig und hat halt dann auch die Pferde geführt, wenn sie gepflügt haben oder wenn sie Fuhren gefahren sind. Also das hat, die Hierarchie hatte ganz viel mit Einsatzbereichen zu tun, mit wie wertvollem ein Hühnerbub oder eine Hühnermagd, ein Huhn und ein Pferd liegen sehr weit auseinander in der Wertigkeit. Und so waren dann eben auch diese Wertigkeiten. Ja, das ist die Frage. Es gibt eine sehr nette schottische Studie zum Butler und zur Wirtschafterin. Und man würde immer sagen, der Butler ist der Höchste in der Hierarchie. Aber der hat sich angeschaut in diesen Landhäusern, wie die Räume zugeteilt waren. Und da hat diese Wirtschafterin, diese Hausdame, hatte einen deutlich größeren Raum für sich selber. Allerdings muss man sagen, hat sie darin auch für ihre Herrschaft gebügelt und sie hat auch gearbeitet sozusagen, obwohl sie ihre vier Wände innerhalb dieses Schlosses oder Palastes waren, im Vergleich zum Butler, der hatte einen viel kleineren privaten Raum. Also auch die Unterbringung ist dann eine Frage von, wie gut sind Dienstboten gestellt. Also man kann sagen, gerade wenn sie jährlich wechseln, aber eben auch unter Dienstmädchen, das war Mundpropaganda. Also man wusste, was ist ein guter Hof, wenn es überschaubar war, wo kriegt man gutes Essen. Das war zum Beispiel ganz wichtig, ob man mit Essen gut versorgt wurde. Und in ländlichen Bereichen haben die Knechte und Mägde tendenziell schon alle mit an einem Tisch gegessen. Das ist eben dieses städtisch-bürgerliche, was mit Intimisierung der Kernfamilie ausgedrückt werden kann, dass eben die Familie dann wirklich als Familie, Eltern, Kinder am Tisch sitzen und die Dienstboten und oft auch noch die kleinen Kinder, die eben Unordnung da in die Tischgemeinschaft bringen, dass die in der Küche mit dem Dienstmädchen oder mit der Köchin gegessen haben und eben nicht. Also da war dann, die Familienbilder sind dann schon alle sehr gesittet und ja. Sie haben zu Beginn erwähnt, dass es eben vor allem in den Städten einen Boom von Dienstmädchen vor allem gegeben hat. Weiß man in etwa, wie viele Frauen dann tatsächlich in diesem Beruf tätig waren? Also von den Beschäftigungsverhältnissen her, wenn man das in den Volkszählungen sich anschaut, hat so eine Stadt wie Wien, da konnten durchaus 45% der Erwerbstätigen eben Dienstpersonal sein. Und das ist im 19. Jahrhundert und das ist ein wirklich enorm hoher Anteil. Und eben europaweit nimmt man eben auch so einen Schnitt von 30-40% an. Also es ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Und der beginnt dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts langsam zurückzugehen, aber eben von einem enorm hohen Niveau aus. Bringt uns zur nächsten Kategorie. Skandal und Tratsch. Ich nehme mal an, bei einem doch sehr engen Familienzusammenleben auf der Dienstmädchen, dass es da nicht selten auch zu Verhältnissen gekommen ist. Was ist denn passiert mit einem Dienstmädchen, das zum Beispiel mit dem Hausherrn eine Affäre begonnen hat, eventuell auch schwanger wurde? Ich nehme an, das war ein No-Go. Ja, das waren ganz schwierige Situationen. Die hat es auf jeden Fall gegeben. In Wien gab es ja seit der josephinischen Zeit dieses Gebärhaus und Findelhaus. Und der Großteil der Frauen, die dort ihre Kinder zur Welt gebracht haben und im Findelhaus abgegeben haben, waren Dienstmädchen. Also wir wissen ganz oft eben nicht, wer die Väter der Kinder waren. Aber man kann an einzelnen Fallgeschichten das durchaus sehen, dass das auch zum Teil Kinder waren, die eben genau aus solchen Verhältnissen entstanden sind, wo der Dienstherr das Dienstmädchen geschwängert hat und es war undenkbar, dass sie, also es war zum einen undenkbar oder unmöglich, dass man als Dienstmädchen mit einem kleinen Kind weiter diesen Job gemacht hat. Also da hat man praktisch eine Arbeit verloren, wenn man das Kind behalten, bei sich behalten wollte.
Dann gab es die Möglichkeit, dass man das Kind im Findelhaus zurücklässt, wenn man das nicht wollte. Wissen wir auch, dass dann Eltern, Großeltern, Verwandte das Kind als Ziehkind aufgenommen haben. Die Mütter mussten aber von ihrem wenigen Lohn, wenn sie weiterhin im Dienst geblieben sind, Teile abgeben, diesen Unterhalt mitzubezahlen. Manchmal war es auch möglich, die Väter zu belangen, wenn es nicht gerade die Dienstherren waren. Also das war sehr, sehr schwierig dann im Haushalt. Es ist vor kurzem meine Masterarbeit fertig geworden auf der Grundlage von Scheidungsakten von Verena Radner. Und da konnte sie einen dramatischen Fall rekonstruieren, wo eine Frau geheiratet hat und ja irgendwie mit einer Ausrede von zu Hause verschwunden ist. Sie war dann, wie sich nachher herausgestellt hat, eben im Gebärhaus und Findelhaus und hat dort das Kind zur Welt gebracht. Das heißt, als sie geheiratet hat, war sie schon schwanger und sie war eben schwanger von ihrem Dienstherrn. Und sie hat versucht, das eben mit einer schnellen Heirat von dem anderen da irgendwie für sich zu managen. Aber der Ehemann ist dann irgendwie doch draufgekommen, dass das sich zeitlich so alles nicht ausgeht. Also das ist ein Versuch gewesen, da mit dieser Situation umzugehen. Genau, also die Möglichkeiten hat es gegeben. Also konnte ja klar auch bis hin zum Selbstmord gehen, wenn man in so einer Situation gestanden ist. Und dann wenn der Dienstherr der Vater war und das wurde bekannt oder war bekannt, dann war es auch sehr unwahrscheinlich, dass man weiterhin in dem Haus bleiben konnte. Also da wurde man dann ziemlich sicher gekündigt und mit einem kleinen Kind sehr schwierig. Das heißt, unglaublich tragische, dramatische Folgen hatte das auch, aber nicht nur für die Dienstmädchen, oder? Auch für die Herren, sozusagen Herren des Haushalts. Genau, also wie gesagt, also vor diesem Hintergrund, dass eigentlich tendenziell immer Dienstbotenmangel geherrscht hat, war das genauso wie das gute oder schlechte Essen, war auch der Ruf eines Hauses schon wichtig für Dienstmädchen, also wo sie bereit waren hinzugehen. Also da hat man sich, wenn möglich, schon erkundigt darüber. Und wenn das in einer kleineren Stadt oder in einem kleineren Ort passiert ist, dann wusste man das ja auch rundherum. Hat solche Häuser dann eher gemieden. Dass aber solche Geschichten keine Einzelfälle waren, das belegen ja auch Zahlen von sehr vielen unehelichen Kindern. Genau, also das 19. Jahrhundert, gerade in so Städten wie Wien, waren auch dadurch sehr markant geprägt, dass es eine enorm hohe Zahl von nicht ehelich geborenen Kindern gibt. Also in dem Wiener Findelhaus sind Tausende von Kindern zur Welt gekommen, wo man annehmen kann, dass eben die allermeisten nicht ehelich geboren sind und wurden dann in Pflegefamilien gegeben. Wir haben einige wenige autobiografische Texte von solchen ehemaligen Findelkindern, die als Ziehkinder in eine Familie gekommen sind und die dann als Erwachsene Autobiografien geschrieben haben, also interessanterweise aus dem Waldviertel. Also es war ein relativ großer Radius, wo man diese vielen, vielen Kinder aus dem Findelhaus verteilt hat. Und da kommt es dann darauf an, wie man es getroffen hat. Also an einen kann ich mich erinnern, der hat es relativ gut getroffen. Der konnte eine Ausbildung machen. Da wurde dann, glaube ich, sogar Lehrer. Ein anderer, ja, die wurden sie als billige Arbeitskräfte zeitlebensweit ausgebeutet. Also sozusagen die Selbstreproduktion der armen Ausgebeuteten ist ein Teil dieser Geschichte der nicht ehelich Geborenen. Und vielleicht muss man auch Kärnten ist da ein sehr interessanter Fall, weil dort ist das einer der ganz wenigen Räume, wo es möglich war, dass Knechte und Mägde tatsächlich geheiratet haben und die Kinder mit auf dem Hof behalten konnten, weil da so ein großes Interesse war, eben bei relativ großen Höfen, dass man auch da sozusagen die Dienstboten selber reproduziert, weil die Kinder dieser Knechte und Mägde hatten nicht viele soziale Aufstiegschancen. Also da hatte man praktisch die nächste Generation an Dienstboten dann gleich schon mit auf dem Hof. Und eben im Bezirk St. Veit, wo es die höchsten Ledigenraten der Monarchie gegeben hat, 45- bis 49-Jährige 60%, da gibt es in der Volkszählung von 1880 auch über 90% nicht ehelich geborene Kinder. Und da muss man eben dazu sagen,
dass dort das dann eben auch überhaupt nicht moralisch aufgeladen war. Und Kärnten grenzt ja sehr unmittelbar an Tirol und da war das komplett anders. Also da haben wir eben mit Zirkliens 50% Zeit, mehr oder weniger Zeit, lebensledige und die Nicht-Ehelichkeitsraten ganz niedrig. Also da ist diese katholische Durchdringung der Gesellschaft und diese Moralisierung und diese Stigmatisierung auch von den Frauen, von den Kindern. Also da kann man sagen, das muss sehr wirkmächtig gewesen sein. Anders kann man sich das eigentlich nicht erklären. Mhm. Und noch dazu sagen muss man, wenn sie in Wien dann Tausende von nicht ehelich geborenen Kindern gibt, das sind nicht Wiener sozusagen, weil Wien ist ja dann auch ein Einzugsgebiet von einem ziemlich großen Radius, wo die Frauen dann eben wissen, statt dass sie, wo soll ein Dienstmädchen in irgendwo in einer Kleinstadt in Niederösterreich oder in einem Markt das Kind zur Welt bringen, da geht, weiß man, dass man nach Wien, dass es diese Institution gibt und dass man nach Wien gehen kann. Also es ist nicht, also da sammeln sich ganz viele auch von rundherum. Also darf man nicht auf Wien umrechnen sozusagen. Das ist wirklich ein Einzugsgebiet. Und sowas gibt es auch in Innsbruck oder in Trient. Mhm. Gibt es dann auch Gebärhäuser, Findelhäuser. Frau Lanzinger, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren für 4 Folgen. War sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Österreich, die ganze Geschichte. Ein Podcast von ORF3.